Hallöchen, meine Schönen, schön, dass ihr wieder da seid. Herzlich willkommen zurück. Und für alle Neuen, die meinen Kanal gefunden haben, wünsche ich natürlich auch ein herzlich willkommen. Ich bin die Tanja, das ist mein Kanal, Tellas Colorful World. So wie das da hinten steht, hier geht es meistens drunter und drüber. So, meine Lieben, wie ihr schon im Thumbnail gesehen habt, es geht heute wieder um das Trash-Paket. Ich sag mal, ich höre auf zu schnacken, wir fangen einfach mal an und schauen rein, was die liebe Heike mir so zugeschickt hat. Genau. So, meine Lieben, wie ihr bereits die, auf jeden Fall für diejenigen, die, für diejenigen, die mich ja schon länger verfolgen und das mitbekommen haben, wir haben ja eine Trash-Wanderpaket-Aktion zwischen Steffi, Spinky Eyes, ne, und die liebe Heike von Alice, Heike Alice, genau. Genau. Wie gesagt, ich frage direkt, wenn einer Bock hat von euch, ne, der auch einen YouTube-Kanal hat und möchte bei dieser Gruppe mitmachen, kann er sich gerne bei Steffi, bei der Heike oder bei mir melden. Entweder hier in dem Kommentar oder per E-Mail oder am besten bei Instagram. Bei Instagram melden, genau. Da kann man ja so ein bisschen hin und her schreiben. Hier öffentlich ist ein bisschen blöde. So, meine Lieben, auf jeden Fall, das Paket ist angekommen. Die Heike hat letztes Mal das andere Paket zerstört. Und mittlerweile muss ich sagen, ist das Paket doppelt so schwer geworden. Und größer. Auf jeden Fall. Ne? Ja, ich höre auf. Wir fangen jetzt einfach an und schauen mal rein, was die Heike so eingepackt hat. Ich bin schon ganz nervös. Ja, gespannt. Ich werde das vorsichtig öffnen. Nicht, dass ich dann nachher auch einen neuen Karton hier packen kann. Schauen wir mal. Okay. Schwer das Paket. Und so liebevoll eingepackt, wirklich ordentlich. Oh, ich muss sagen, ich habe den Karton noch nicht aufgemacht, aber ich habe den Blick schon reingeschmissen. Ich muss sagen, wirklich ordentlich eingepackt. Ja. Okay, da ist der andere Karton noch mit drin. Okay, doppelt eingepackt. Okay. Okay, doppelt eingepackt. Okay, fangen wir erstmal an. Was mir als erstes entgegenkommt. Ja, ein Kalender für 2022. Ne? Nee, den brauche ich nicht. Nee. Ich habe ja auf dem Handy. Habe ich so einen Kalender so zum Hinhängen. Ich habe auch gar keinen Platz in der Küche, wo ich mir den hinhängen kann. Der geht weiter. Jetzt muss ich erstmal gucken, wo ich das alles hinpacke. Ich weiß es nicht. So. Dann haben wir hier eine Tüte. Okay, eine Tüte. Wie gesagt, die ganzen Kanäle von den beiden Mädels habe ich euch unten in die Infobox gepasst, ne? Reingepackt. Da könnt ihr gerne mal auf die Seite gehen, euch den Kanal anschauen. Und vielleicht lässt ihr auch ein Abo da. Wäre ganz lieb. Und ja, ne? So. Okay. Eine Mütze. Okay. Die ist gut. Aber ich bin Brillenträger. Sieht bei mir immer so blöde aus. Aber die ist warm, die scheint warm zu sein. Die scheint warm zu sein. Ja, das muss ich mir überlegen. Schlecht ist es nicht, ne? So eine Mütze, wo jetzt der Winter kommt. Ja, eine Mütze. Eine Wintermütze, die ist nämlich schön gefüttert. Nochmal extra, schaut mal. Da kriegt man keinen kalten Kopf. Muss ich auch vielleicht stapeln. Mache ich wieder hier hin. Habe ich ja letztes Mal auch gemacht. Schauen wir mal. Ja. So. Jetzt kommt die Karte von der Heike. Wir hatten ja auch Karten reingepackt, ne? Aber die brauche ich ja nicht mehr vorlesen. Aber von der Heike hatten wir ja noch nicht gehört. Weil die Heike macht ja die erste Runde mit. Genau. Lach hatte keine andere Karte mehr zu Hause. Lieben Gruß, Heike, Alice. Egal, hier geht alles.
alles Gute. Ne? So, jetzt muss ich erstmal gucken, wie ohne Brille, ob das geht hier. Alles Gute für unser Preisschwander-Paket. Ihr Lieben, ich bin echt begeistert, dass ihr mich in eure Gruppe aufgenommen habt. Kussi, Kussi. Ich hoffe, dass wir noch mehr Runden machen und unsere Gruppe noch wächst. Passt gut auf euch auf. Liebe Grüße, Heike. PS, für jeden 2 Masken und ein Lolli zum Entspannen, zur Entspannung. Ja, Dankeschön. Lolli zum Entspannen, okay? Ja, für die Nerven, das stimmt. Ja, das war die Karte von Heike. Ich hoffe, dass ihr nicht verstanden habt, weil eigentlich müsste ich eine Brille aufziehen. Ich merke das nämlich schon wieder, dass meine Augen rot werden. So, jetzt habe ich erstmal ein Geschenk von der lieben Steffi. Ist nämlich nur ein Geschenk für mich über. Geschenketüte, ein Teil für jeden von euch. Ne? Die wandert dann wieder mit zurück. Ja, das ist ein Geschenk für mich, ein Geschenk. Ja, ein Geschenk. Und zwar, das ist ein Joghurtbecher, ein faltbarer Joghurtbecher. Ja, kann man auch zweckentfremden, ne? Ist nicht schlecht. Finde ich gut, habe ich noch nicht. Und ja, wenn man vor allen Dingen, wenn man so Reste über hat, wenn man mal so einen Joghurt macht, ne, ich mache gerne so Quark, Erdbeerquark mache ich gerne. Und wenn so ein Rest überbleibt, besser als so eine große Schüssel im Kühlschrank zu packen. Da kann man direkt ein Deckelchen drauf machen. Nimmt auch nicht, mag das nämlich nicht, wenn der Kühlschrank die Produkte, den Geruch vom Kühlschrank annimmt. Hat man doch, man hat Käse da drin, Wurst, hat man da drin, alles da drin, Fisch oder wie auch immer. Ne? Und bei so offenen Produkten bin ich ganz empfindlich. Dann esse ich das meistens nämlich nicht mehr. Und deswegen finde ich das ganz gut. Hier ist nämlich so ein Deckelchen bei. Das ist ein Geschenk für mich, ne? Geschenk für mich lege ich hier hin. So, dann haben wir, ja, Brown Wax Strips. Diese hier. Finde ich nicht schlecht, sind auch gar nicht mehr so billig. Hatte ich mir mal bei Rossmann geholt. Ja, kenne ich schon. Hab auch noch welche. Ich denke mal, die werde ich der Steffi vererben. Weiterreichen, sagen wir mal so. Die wandern zur Steffi, weil die kenne ich schon. Und vielleicht kann Steffi die gebrauchen. Weil ich habe so dicke Augenbraue. Bei mir ist das ein bisschen kompliziert. Das geht nicht komplett weg. Ne? Ja. Soll Steffi mal ausprobieren, ob sie damit klarkommt. Vielleicht hat sie Bock da drauf. Ich gebe die auf jeden Fall mal weiter. Wie wäre es denn nicht günstig? So 10 Euro, 10, 11 Euro kosten die. So, dann haben wir ein Dekostern. Ho, ho, ho. Ja, generell ist das ja nett. Aber ich habe mir mit Stefan entschieden, dieses Jahr keine Deko zu machen. Vielleicht werden wir vielleicht nur einen Weihnachtsbaum holen. Vielleicht, um ein bisschen das Weihnachtsessen zu genießen. Sagen wir mal so. Ja. Nee, den packe ich wieder ein. Ja. Weil wir kriegen keinen Besuch und daher brauchen wir auch nicht dekorieren. Nein, vielleicht nächstes Jahr. So, Brennnesseltee, ja, mit Zitronengras. Kann ich nur empfehlen, entwässert, wenn jemand Diät macht, entwässert schön den Körper Brennnesseltee. Kann ich wirklich nur zum Entschlacken empfehlen. Ne? Ich überlege. Das mache ich auf dem Vielleicht-Stapel, weil das ist doch eine gute Geschichte zum Entwässern. Vielleicht. Ich muss gucken. So. Jetzt kommt hier. Ah, hier sind die Geschenke. Einmal so, also eine Kaustange. Oh, die sind lecker. Ah, schön Blumenzieher. Ja, einmal haben wir hier Anti-Falten-Maske von Schäbens und eine Detox-Sheet-Mask. Okay. Mit Arganöl und Karolin. Oh, das ist gut. Okay. Das ist nett. Das ist nett. Und vom Balea mit Kieselerde, glaube ich. Das ist eine Kieselreinigungsmaske. Klärt die Haut mit weißer Tonerde und Zink. Poren verfeinert und mattiert.
Ja, welche nehme ich denn jetzt? Welche nehme ich denn jetzt? Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht, welche ich nehme. Antifaltenmaske? Antifalten. Reinigungsmaske. Ich glaube, ich nehme die Reinigungsmaske. Ja, weil Antifalten habe ich genug. Und ich benutze mal eine Reinigungsmaske. Finde ich ganz gut. Also behalte ich die Reinigungsmaske. Ja, das ist mein Geschenk. Und das andere wandert zu Steffi. So, Dankeschön, liebe Heike. Supi. So, okay. Dann meine Sachen, die wiedergekommen sind, weil ist ja jetzt schon die Runde weiter. Genau, was ich reingepackt habe, packe ich dann raus. Das war von mir, will keiner haben. Das war meine Mia-Box drin. Okay, dann muss ich das jetzt mal den Stefan vererben. Stefan macht das dann leer für mich. Genau, das packe ich dann direkt raus. Lege ich mal hier hin, dann weiß ich, wie viele Teile ich wieder reinpacken muss. Okay. Das war die Sparcreme, die kennen wir schon. Die ist schon mittlerweile mehrmals mitgelaufen. Die kommt zur Seite. So. Okay. Hier haben wir was von LOF. LOF Blush. Gel Blush Stick. Okay. Der ist zugeklebt. Das kann man gar nicht gucken. Oder ist der hier? Okay, mit Verblender. Okay, ich mache den mal auf. Ich muss mal gucken, welche Farbe das ist. Ich zeige euch das sofort. Dieser Film. Oder hält man noch nicht zu, oder? Oder die Kappe geht ab. Kann natürlich sein. So. Ist einmal so, ne? Löff. Okay. So. Ist eine nette Farbe. Nett ist sie ja. Da weiß ich noch nicht. Weiß ich noch nicht. Schauen wir mal. Ach, ey, jetzt klebt das aber wieder ab. Auf dem Vielleicht-Stapel. Ich weiß aber doch nicht. Okay. Color Boost von Essence. Matt Liquid Lipstick. Finde ich gut. So einen habe ich. Und zwar, der ist wirklich matt. Aber in beige habe ich den. Matt. Steffi nimmt kein Matt, ne? Matt. Absolut gut. Color Boost. Ich finde den gut. Ich glaube, den werde ich behalten. Den werde ich auch definitiv behalten. Den mache ich auf Ja-Stapel. So. Dann haben wir hier von Catrice eine Camouflage drin. Oh, ist eine gute Farbe. Muss ich echt sagen, schön hell. Damit kann man schön sein Auge eine Grundlage geben, wenn man ein kräftiges Augen-Make-up macht. Kann man sich schöne Cut-Crease mitziehen. Wunderbar. Aber ich hab. Ich mache auch vielleicht Camouflage, Liquid, Catrice. Ich muss überlegen. So, Nagellack. Ja, ist generell eine tolle Farbe. Hier. Aber ich habe so viel. Ist eine schöne Farbe. Aber ich habe so viel Nagellack. Ich denke, das wird weiter wandern. Achso, das war meins. Das geht raus. Okay, die hatten wir auch schon, die Mascara. Bei der Mascara, ne? Die tue ich auch mal zur Seite. So. Dann haben wir hier eine Dose drin. Hier ist eine Haarspange drin, hat die liebe Steffi reingepackt. Die Dose. Okay.
Gerze Schleifi, ne? Schleifi. Ich weiß nicht. Steht mir sowas. Ich weiß es nicht. Wenn ich die jetzt aufmache, muss ich die behalten. Dann muss ich die behalten. Oh, au, 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 au. Ja, ich lass die mal. Ich werd die behalten. Die Dose kriegt die Steffi, glaube ich, zurück, ne? Steffi, ist auch richtig? Ich glaube schon, ne? So. Dann bin wir hier. Ja. Hier haben wir eine Kissenhülle. Eine Kissenhülle. Mit einem Weihnachtsmann. Aber die ist so schön weich. Ich glaube, das kann man auch als Sandmännchen nehmen. Stippelt als Sandmännchen. Quasi. Ja. Yeah. Ich glaube, das werde ich behalten. Das ist so schön weich für im Bett. Finde ich total schön. Ich liebe ja Kissen im Bett. Das werde ich behalten. Ja. Das werde ich behalten. So, dann nehme ich hier meinen Zucker mal raus. Keiner wollte viel Zucker haben. Weiß ich nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Zucker. Zucker. Doch ist er haltbar. Ich muss gucken. Das ist meins. Okay, dann haben wir die Schinkenwurst. Die hatten wir jetzt auch schon ein paar Mal drin. Den Senf. Ja, den Senf muss ich behalten. Ich liebe Senf. Steffi hat nämlich Senf reingepackt. Und ich muss leider den Senf behalten. Das packe ich jetzt hier aus. Senf. Ich liebe Senf. Wisst ihr was? Da kann man geilen, wenn man Rinderbraten macht, ne? Schön mit Senf einschmieren oder Rouladen, Rinderrouladen. Lecker, lecker. Ja. Oder schöne Mettwurst. Angebratene Mettwurst. Jetzt kriege ich Hunger. Esse ich nämlich gerne eine Mettwurst. Schön mit Senf im Brötchen. Den muss ich behalten, den Senf. So. Dann haben wir hier Palettis. Zwei Stück. Zwei Palettis, okay. Von La Vera Naturkosmetik Mineral Eyeshadow Selection. Die Heike hat alles so schön liebevoll zugeklebt. Ja. Okay. Ja. Es ist nicht meins. Ich bin so mit den Naturkosmetik. Ich mach mal einmal Swatchy. Nee. Das ist nicht meins. Das gibt keinen richtigen Wumms. Wisst ihr, was ich meine? Das ist mir, obwohl die Farbe so dunkel ist, aber schaut mal. Ich bin jetzt in den dunklen Lila reingegangen, hier in diesen dunklen Ton. Es gibt einfach keinen Wumms. Ich würde mich darum nur ärgern. Nein, bei mir muss immer ein bisschen Wumms sein. Ein bisschen Wumms. Dann haben wir von Löff eine Camouflage Concealer Palette. Mache ich mal auf. Und dann zeige ich euch die Palette. Ja. Nee. Nimm ich auch nicht. Nimm ich ganz, ganz selten. Aber habe ich schon lange nicht mehr benutzt. Schon lange nicht mehr. Habe ich lange nicht mehr benutzt. Ist keine schlechte Idee. Wenn man richtig, richtig, richtig machen will, finde ich das gar nicht mal verkehrt. Mit Grundlage zu arbeiten. Ne? Aber benutze ich nicht. Das wird bei mir auch nur rumliegen. So. So. Ja. Das Deko-Körbchen. Ich glaube, das werde ich behalten. Das Deko-Körbchen. Da kann man nämlich schön Schmuck reinlegen. Schmuck. Genau. Da kommt mein Schmuck rein. Schlüsselkasten habe ich. Aber da kann ich so
Ohrringe oder mal was anderes reinlegen. Genau, finde ich nicht schlecht. Habe ich jetzt hier, jetzt habe ich das schon mit dem Lidschatten versaut, aber so. Nee, das behalte ich. Ich muss mir erstmal gucken, was ich alles behalte hier. So, dann kommen meine schönen Deko-Schneeflocken wieder zurück. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Stefan hat sich vertan, hat das aus Versehen gekauft. Ich werde das nicht los. So, dann die Streifen waren auch von mir. Dann Handhygienepflege von CMD, Naturkosmetik, auch wieder zurückgekommen. Toll. So, dann haben wir den Kamm, den hatten wir schon gesehen, den packe ich direkt zur Seite, ne? Toll. Liebe Heike, hier sind keine Nudeln drin, weil Heike hat gedacht, weil das so dünn war, sind da auch die Nudeln drin. Nein, die Nudeln und das Gemüse muss man noch extra dazu packen. Das ist nur das reine Gewürz. Aber ich glaube, ich werde das machen. Ich habe noch ein paar Tomätchen da, Lauchzwiebeln. Das werde ich mal ausprobieren. Ich glaube, ich werde das morgen machen. Ja. So, weiter im Text. Okay. Dann haben wir nochmal die Augenpads. Die hatten wir auch schon drin, ne? Im anderen Video. Haben wir schon mittlerweile dreimal gesehen. Balea Barfußsohlen für die großen 34, Größen 34 bis 41 zuschneidbar. Hygienisch und luftig frisch. Limited Edition. Okay. Ja, ich glaube, ich brauche die nicht. Und der Stefan braucht die, glaube ich, auch nicht. Barfußsohlen für hygienisch und luftig frisch. Aber die sind doch eigentlich meistens in meinen Schuhen drin, ne? Sohlen? Ich habe das noch nie gekauft. Noch nie. Okay. Das geht weiter. So, was haben wir hier, Kleines? Okay, akut. Ja. Ist die Altera Naturkosmetik Winter Beauty Eyeshadow Palette mit Bio Shea Butter und Q10. Okay. Ja, sind nicht meine Farben. Brauche ich erst gar nicht ausprobieren. Das wandert weiter. Weil das bin ich nicht. Das wird bei mir auch wieder nur rumliegen. Und ja. So. Was haben wir? Auch meine Palette. Keiner will die haben. Ich verstehe gar nicht, warum die keiner haben möchte. Ich glaube, ich verlinke euch mal das Video. Das Video dazu zu dem Spinky. Ja, keiner will die haben. Vielleicht will meine Schwester die haben. Ich versuche die mal loszuwerden. So. Okay. Von Evelyn. Haarklemmerchen. Ja, die sind nicht schlecht. Ich glaube, die werde ich behalten. Damit hätte ich schon eine Frisurenidee. Ich glaube, die werde ich behalten. Ja, die werde ich behalten. Die sind gut. So. Na, die Unfall hier. So. Das sind meine Karten. Dann kann ich meine Karte auch, packe ich jetzt mal raus. Die anderen Karten. Die kann auch weg. Und die geht wieder zur Steffi zurück. So. Dann haben wir hier ein Teelicht. Finde ich gar nicht mal so verkehrt. Ne? Habe ich ganz gerne. Auch mit Strasssteinchen. Wenn ihr mal einen Tisch stellen würdet im Wohnzimmer. Da stehen mindestens 5 Kerzen auf dem Tisch. Und ich mache nicht eine davon an. Weil wir meistens beim Fernsehen gucken einschlafen. Und dann habe ich viel zu viel Angst, wenn ich abends eine Kerze anmache, die unbeaufsichtigt da stehen zu lassen. Da stehen meine Kerzen meistens nur als Zierde da. Ganz, ganz selten, dass ich meine Kerze anmache. Abends auf jeden Fall. Ja. Generell ist das keine schlechte Idee. Aber ich. Nein. Nein, sorry. Nein, nein, nein. Ist schön. Aber ich benutze das nicht.
Ja, wenn du auch keiner haben. Schöne Haarspray. So. Ich glaube, das ist Serum, ne? Okay. Primer und Serum. Cooling Effekt. Das ist ja nicht schlecht. Everybody loves me. Happiness. Primer und Serum. Mit Cooling Effekt. Okay, habe ich jetzt zweimal hintereinander gesagt. Zwei in eins. Ananasduft. Ananasduft. Ich muss das mal testen. Oh. Boah. Puh. Also Feuchtigkeit gibt das ja richtig ab, ne? Das muss ich ja sagen. Okay, der Duft ist auch schon verflogen. Es war nur der erste Moment, war richtig, richtig Ananasduft. Ja, ich glaube, ich muss mir halt überlegen, weil das ist wirklich, wirklich erfrischend. Ich kann mir das gut vorstellen, ja. Für im Sommer. Für im Sommer ist das nicht schlecht. So. Ah, warum will ich keine HP? Und Leute, ich habe da nur ein Schminki mitgemacht. Die sieht zwar abgerockt aus, aber wirklich, ich habe da nur ein Schminki mitgemacht. Ein Schminki. Keiner will diese Palette haben. Ich weiß nicht, was ich damit machen soll. Ich weiß es nicht. Ich weiß nicht. So, machen wir weiter. Toll. Warum will er denn keiner haben hier? Dann gebe ich ein tolles Parfüm ab und keiner will das haben hier. Ich weiß nicht, aber ich glaube, ich muss das jedenfalls nicht viel mehr. Wem gebe ich das denn hier? Ich weiß nicht. Ich habe mir das selber nicht gekauft. Ja, da muss ich mir was anderes einfallen lassen. Ja, keine Ahnung. So, dann haben wir noch hier. Will auch keiner haben. Mann! Boah, jetzt habe ich mir was gemacht mit dem Parfüm, Leute. Okay. Auch eine Sache, die zurückgekommen ist. Gut, dann verbrauche ich die halt. Was haben wir hier noch? Leute, die habe ich auch nur einmal benutzt. Warum will die keiner haben? Egal. Ich packe was anderes wieder rein. So. Okay. Von Altera Naturkosmetik habe ich selber. Ne? Ist auch eine ganz zarte Palette, wie genau wie von Trendy Up. Genauso. Ist schwierig. Also ist wirklich nur was für Leichtes, ganz, 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 ganz leicht. Wenn jemand wirklich nur was ganz Leichtes haben möchte, ist das ideal. Genau. Und dann haben wir von Unique. Boah, das Parfüm, ne, Leute. Okay. Dann haben wir von Unique noch eine Palette, dann sind wir auch durch. Ja, dann sind wir schon durch. Ja. Ich habe das Problem, ich habe diese Farben schon. Ich habe das schon. Ja, ich hab die gleichen Farben, außer eine Farbe ist anders. Sonst, das ist meine, das ist die, die drin ist. Wie gesagt, ich hab schon. Ja, schade. Ja, die mit dem Sternchen ist ja nicht dunkel. Die wäre ja nicht schlecht. Ein Ton davon. Aber, nein, sorry.
Ja, weil das Parfüm, Leute, ne? So. Da sind wir schon durch. Sind wir durch. Der Karton ist leer. Ja. Wie gesagt, bei mir sind sehr viele Sachen zurückgekommen. Sehr, sehr viele Sachen. Ich weiß auch gar nicht, was ich alles eingepackt habe. Keine Ahnung. So. Ja. Das wird, da muss ich jede Menge reinlegen. Da muss ich gucken. Wie gesagt, ich habe jetzt auf Schneller habe ich jetzt gar nichts hier liegen. Nee. Wie gesagt, ihr werdet es ja im nächsten Video sehen, was ich reinpacke. Ich weiß es nicht. Ich muss mir da wieder was überlegen, was ich reinpacke. Ganz ehrlich. Muss ich gucken. Ja. Schauen wir mal. Ja, ich werde auf jeden Fall den Senf behalten. Senf werde ich behalten, diesen Color Boost. Die Haarspange von der Steffi werde ich auch mal behalten. Ja, werde ich mir behalten. Das Körbchen werde ich behalten. Kissen muss ich mit Stefan gleich nochmal absprechen. Ja, ich muss gucken. Ich gucke auf jeden Fall, was ich davon behalten werde. Ja, so meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, wenn jemand Interesse hat, bei der Brush Runner Paket Aktion mitzumachen, könnt ihr euch gerne melden bei Steffi, bei Schminke Eis, bei Heike Alice oder bei mir bei Instagram. Ne, wie gesagt, ich werde euch mal die Kanäle unten reinschreiben, sowieso, ne, von den Mädels. Lasst ihr auch, wenn ihr möchtet, könnt ihr auch gerne ein Abo dalassen. Würde mich riesig drüber freuen. Natürlich bei mir auch, ne? So ist das nicht. Boah, Leute, Parfüm, ne? Ich muss erstmal die Sachen in die Wäsche packen hier. Junge, Junge. Ja. Wie gesagt, das war's jetzt. So, ich komme wieder von der Kamera nicht weg. Nein. So, ich werde mir jetzt erstmal abschminken. Meine Augen werden rot. Und meine Brille aufsetzen. So, meine Lieben. Wie gesagt, das war's jetzt. Schaut bei Steffi vorbei, Schminke Eis, bei der Heike Alice. Und wenn einer Bock hat mitzumachen bei unserer Gruppe, habe ich jetzt schon 3-4 Mal gesagt, ne? Einfach bei uns bei Instagram sich melden oder auf die Seiten schauen. Da sind auch E-Mail-Adressen angegeben bei den jeweiligen Mädels, denke ich mal. Und ja, so. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Wie gesagt, ich packe jetzt die Kartönchen und das reißt dann zu Steffi. Ne? Ja. So, ich höre jetzt auf. Ich finde schon wieder kein Ende. Ja. So, meine Lieben, das war's jetzt. Wie gesagt, Dankeschön fürs Reinschauen, Zuschauen bei diesem chaotischen Video mal wieder. Das war wieder ein Chaos hier beim Unboxen. Ja. So, ich sag jetzt, denkt daran, passt auf euch auf, achtet auf euch, achtet auf eure Mitmenschen. Wir sehen uns, eure Tanja. Ciao, tschüss, Kowski, bye, tschüss, 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 ciao, bye.